an, es ist wunderbar. Aber Carla schafft es, dass ich mir auf dem Schloss vorkomme wie ein Eindringling. Was hast du vor? Ich begleite Frau Jones geschäftlich für ein paar Tage nach Berlin. Du glaubst ja nicht etwa, dass Andy... Ich meine, er kann Vanessa auf den Tod nicht ausstehen und er hat mich gestern total ausgelacht. Nein, er hat dir sofort geholfen. Im Gegensatz zu... Cecile, willst du meine Frau werden? Heiraten? Du bist verrückt. Wir lieben uns. Ja, natürlich, aber mit sowas habe ich nicht gerechnet. Hätte ich warten sollen. Ja, nein, ich, Denk bitte in Ruhe darüber nach. Aber der Ring, den kann ich nicht behalten. Betracht ihn als Erinnerung an meine Frage. Alles versaut, Robin. Ist das eigentlich klar? Ich liebe Vanessa. Das ist nicht mein Problem, Felix. Du hast dir das doch von Alexa mir erzählt, oder? Ich hab dir nur erzählt, was für ein mieser Sack du bist. Warum kümmerst du dich nicht um deinen eigenen Scheißdreck, hä? Hey, stopp. Wir wollen hier doch keinen Stress, okay? Den kriegt er aber gleich. Lass mich das mit ihm klären. Nein, lass mich das besser machen. Ich mach das. Wieso konntest du nicht einfach den Mund halten? Einer von uns muss ja die Wahrheit sagen. Von euch beiden kann ich das ja nicht erwarten. Obwohl, eigentlich müsste es dich doch stören, dass er auch was mit Vanessa hat. Wieso auch was? Mit wem hat er denn noch was? Ich weiß ja nicht, mit wem er sonst alles schläft. Aber eine kenne ich. Felix und ich, wir sind nicht zusammen. Aha. Wir sind Freunde. Ja, aber was war das neulich, als ich da... Das hatte gar nichts zu bedeuten. Das war, weil... Weil was? Ich muss mit Vanessa reden. Du kannst mir viel erzählen, Alexa. Ich glaub dir eh nichts mehr. Benedikt. Verlange ich zu viel vom Leben? Ich fürchte, ich verstehe nicht, Herr Graf. Ich war einmal sehr glücklich. Und jetzt? Wenn ich nur wüsste, was in Ihrem Kopf vorgeht. Könnte es sein, dass das Alter eine Rolle spielt, Benedikt? Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben durfte, Herr Graf. Ein guter Wein wird mit den Jahren immer besser. Das haben Sie sehr hübsch gesagt, Benedikt. Wo ist denn der Pfeffer? Wenn er nicht da ist, wo er immer ist, weiß ich es auch nicht. Hallo. Hallo. Das riecht aber lecker. Ist ja auch das Rezept für Currypfanne von... Ja, Mädels, deck doch bitte schon mal den Tisch, ja?
Ja, klar. Wir hängen die Klamotten auf. Hallo, ich bin wieder aus Berlin zurück. Fürs Erste bleibe ich aber hier im Hotel. Ich glaube, das ist besser so für uns. Falls ihr mich erreichen wollt, ich bin im Hotel Residenz. Die Nummer ist die 4x5 und die Durchwahl zu meinem Zimmer ist die 16. Ihr könnt mich aber natürlich auch jederzeit über das Handy erreichen. Komm, ich deck dann schon mal den Tisch, ja? Ja, das war's, was ich sagen wollte. Was ist das? Hast du die Pfeffermühle immer noch nicht gefunden? Zwischen Felix und mir ist es aus, schon lange. Das neulich, Mann, das ist passiert. Alexa, merkst du nicht, dass Felix sich voll ausnutzt? Wieso das denn? Warum spielst du für deine Typen die Lebensbotin? Mit mir hat er nichts. Kapier das endlich. Er möchte mit dir zusammen sein. Gib ihm eine Chance. Bitte, Vanessa. Vergiss es. Ich teile mir meine Lover nicht mit Oh anderen. Mann, Vanessa! Felix ist nicht mein Lover. Ach, immer noch die gleiche Platte. Oh, wenn bitte. Ich kann's nicht mehr hören. Dann gehst du wie mir. Vanessa. Hast du gut hingekriegt, echt? Was meinst du, wie Felix sich jetzt fühlt? Ach, und wie ich mich dabei fühle, interessiert hier keine Sau. Robin. Was glaubst du, wie man sich fühlt, wenn die Frau, die ihm was bedeutet, mit einem Mann... Vergiss es. Also das war wirklich lecker. Das musst du unbedingt mal für meinen Vater machen. Der stellt dich sofort als Koch ein. Darauf komme ich zurück, wenn das mit der Fotografiererei nicht mehr klappt. Ja, dann lass uns mal abräumen, oder? Ja, das machen wir. Wirklich? Du weißt doch gar nicht mehr, wie sowas geht. Ja, dann wollen wir mal, oder? Solange Caro noch schläft. Und wir sind so lang oben. Ja, und was ist mit... Ach. Ciao. Ciao. Also, schön, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Danke. Tschüss, Arno. Tschüss. Sie würde sich bestimmt über einen Anruf freuen. Nicht so wichtig. Ja, ich dachte schon, dass mein Mann sich noch mal meldet. Ob ich das noch mal versuche, vielleicht über sein Handy? Er ist am Zug. Ha, da kann ich lange warten. Wenn Arno sich mal in eine Sache reingesteigert hat. Das ist ja nett. Sie sind ja richtig durcheinander. Nein. Ich dachte nur, vielleicht wäre es doch besser, wenn ich nach Hause... Sie machen sich viel zu viele Gedanken. Gut, was schlagen Sie vor? Dass Sie jetzt erstmal mit mir an die Bar kommen. Sag mal, Carla. Ja? Du bist doch immer auf der Suche nach Kunstschätzen. Klar. Ich hätte da vielleicht was für dich. Handgeschweißt. Ein Unikat. Kann es sein, dass ich die Künstlerin kenne? Du bist sogar mit ihr verwandt.
Und kann es sein, dass ich das Kunstwerk bekomme, wenn sie nicht zur Charity muss? Es wäre doch ein fairer Deal. Vergiss es. Guten Morgen. Hi. Guten Morgen. Möchte vielleicht jemand noch einen Kaffee? Ja, gern. Das schmeckt hier immer so gut. Ihnen gefällt ja so einiges hier. Was soll das denn heißen? Muss ich das wirklich noch erklären? Sie sind doch sonst nicht so schwer vom Begriff. Langsam reicht's. Ich esse im Büro. Da ist die Gesellschaft wesentlich angenehmer. Morgen. Ja, ich muss dann auch mal gehen. Morgen. Morgen. Und tschüss. Morgen. Dieser Morgen ist leider alles andere als gut. Du bist die Beste. Hey! Oh, kannst du nicht warten, bis alle da sind? Hey. Morgen. Ich hab gedacht, dass wir heute zusammen frühstücken. Ich hol noch schnell den Kaffee, setz dich doch. Nee, lass mal, ich muss eh gleich los. Ciao. Morgen. Hallo und tschüss. Was ist denn mit dem los? Andi, du kannst. Du weißt, was die Tradition verlangt? Nico, du hast Pech. Jana ist gerade aus dem Haus. Ich will nicht zu Jana, ich möchte zu dir. Tatarata, Bescherung. Was, jetzt? Ich dachte mir, da ich dieses Jahr beim Grafen feiere, gibt's jetzt schon Geschenke. Das ist für dich und das für Elisabeth. Ach, werde ich weitergeben, wenn sie da ist. Na, an Heiligabend wird sie ja wohl. Na klar, natürlich. Ah, ich hab noch was für dich. Für lange Winterabende. Ist älter als ich. Donnerwetter. Der muss ja ein halbes Vermögen gekostet haben. Keine Ahnung. Habe ich in der Bar stibitzt. Oh, Nico. Jetzt trägst du ihn sofort wieder zurück. Arno, früher hast du dich nicht so leicht von mir verscheißern lassen. Ist ein Gruß vom Grafen an dich. Ach, tatsächlich? Hm? Vielen Dank, Herr Graf. Hm. So, ab mit dir in die Schule. PISA-Quote verbessern. Arno, willst du mir nicht eine Entschuldigung schreiben? Nico. Ab sofort lasse ich mich wieder nicht mehr von dir verscheißern. War ja nur eine Frage. Ah, ich mache mich mal auf den Weg. Tschüss. Tschüss. Danke, Evelyn. Du bist ja wieder bestens gelaunt heute früh. Stress mit deiner Herzdame? Danke, es wäre dann alles. Tag. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Aber heute Morgen war es einfach zu viel. Was denn? Ich kann ihre Gegenwart schon beim Frühstück einfach nicht ertragen. Bislang hatte ich am Frühstück nichts gestört. Da war die Familie auch noch unter sich. Nico gehört zur Familie und Cécile... Nico vielleicht. Ich werde es nicht hinnehmen, dass du Cécile so kränkend behandelst. Es ist mir ernst, Carla. Tut mir leid, aber mein Privatleben geht Frau de Maron einfach nichts an. Sie hat sich Sorgen um dich gemacht, Carla. Die? Um mich? Wenn du Cécile beleidigst, trifft das auch mich. Das hat doch mit dir überhaupt nichts zu tun. Mit wem denn sonst, Carla? Wenn ich unhöflich war, dann tut's mir leid. Aber mehr als Respekt kannst du nicht erwarten. Entschuldigung, ich wollte nur an den Termin mit Herrn von Weilenbach erinnern. Lasse es nicht zu, dass ich mich zwischen euch entscheiden muss. Auf Wiedersehen, Carla. Glaubst du, du könntest mir Tanzen beibringen? Und dein Praktikum? Sag ich ab. Thank you.
Ab morgen wird der Begriff Ästhetik nach mir definiert werden. Okay. In der Firma warten alle auf dich. Ach, ich hab mir heute freigenommen. Ist es nicht ein bisschen zu früh für Whisky? Dieser Whisky ist von Adel, mein Junge. Auch ein Glas? Ich schätze mal, du hast sie nicht angerufen. Doch, hab ich. Und? Aufgelegt. Aber ihr müsst miteinander... Müssen wir nicht. So kann das doch nicht... Vielen Dank für deine Belehrung, Florian. Sie ist höchst unwillkommen. Ich brauche auch gerne Ratschläge. Hm? Dann mach doch, was du willst. Sowieso. Ich hoffe, dass wir das wiederholen. So ein nettes Essen zu zweit. Vorausgesetzt, dass sie es nett finden. Ja, auf jeden Fall. Ich war nur gerade in Gedanken woanders. In der Firma? Auch. Warum gehen Sie denn nicht ran? Das war nicht so wichtig. Sie sagten gerade, dass Sie in Gedanken auch in der Firma sind. Sollten wir nicht lieber das Essen genießen? Ja, natürlich. Nur manchmal ist es eben gut, wenn man über Probleme reden kann. Ich will Sie nicht langweilen. Ich denke, das ist technisch unmöglich. Zwischen meinem Vater und mir, da gibt es zurzeit Spannungen. Das kenne ich. Es ist für Väter auch nicht immer leicht, aus ihren Töchtern schlau zu werden. Stimmt. Sie sprechen ja wohl aus Erfahrung. Vanessa, tja. Aber in der Regel vertragen wir uns schnell wieder. Spätestens, wenn meine Kreditkarte ins Spiel kommt. Wenn Ihre Tochter schlau ist, dann wird sie sich oft mit Ihnen streiten. Ja, die ist ziemlich clever. Auf die Töchter. Lasst euch nicht stören. Ich bin gleich wieder weg. Du störst nicht. Ach, soll ich euch diesmal zugucken? Nee, danke, das verstehe ich nicht. Vanessa, wir trinken nur Tee. Ah, Tee trinken. Aber tut euch keinen Zwang an. Von mir aus könnt ihr es gleich hier auf dem Sofa treiben. Hm? Danke, Robin, hast du echt super hingekriegt. Das hat er nicht gewollt. Was denn dann? Er dachte, du hast ihn angelogen. Sag mal. Er ist doch nicht der Typ, der sowas aus Bosheit macht. Warum verteidigst du ihn auf einmal? Hätte er mir sonst mit der Eisdiele geholfen? Seine Füße haben geblutet. Du meinst, er ist so eine Art Märtyrer? Quatsch. Aber er ist kein Arsch. Und wieso denkt Vanessa eigentlich, dass wir beide zusammen sind, so wie du von Robin redest? Vergiss es einfach. So etwas für heute Morgen wird nicht wieder vorkommen. Das hat mir Carla versprochen. Hast du mit ihr geredet? Es tut mir so leid, dass sie es dir so schwer gemacht hat. Falls es jetzt besser wird,
Vielleicht macht das ja dein Ja etwas leichter. Du kennst mich schon ziemlich gut. Was Ansgar und Leonard angeht, du wirst sie mögen. Und sie dich. Ja, aber es ist doch diese ganze Tradition hier und diese Historie. Ich weiß überhaupt nicht, ob das mein Leben ist. Aber du bist mein Leben. Warum muss in der Liebe immer alles so schwierig sein? Ich werde immer zu dir halten. Das wollte ich dir sagen. Ob mit Ring oder ohne. Ich dachte, den kann ich sowieso behalten. Solange du willst. Obwohl ich ihn natürlich lieber an deinem Finger sehen würde. Oh, hi. Hi. Wie war denn deine Schicht? Die war ganz okay. Ja, ich bin auch gerade fertig geworden. Ja. Womit denn? Ostereier verstecken. Robin? Mhm? Die Tradition? Du, tut mir leid, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Verstehen die Blaublütler was? Was redest du da? Unwichtig. Du kommst nicht mit nach Hause? Ich sagte ja bereits, ich glaube, es ist besser für uns, für mich. Für dich? Arno, du trinkst mitten am Tag? Vielleicht, weil du nicht da bist, um auf mich aufzupassen. Ich glaube, in dem Zustand gehst du besser wieder. Diesem Zustand verdanke ich es, dass ich hier bin. Packen wir die Gelegenheit beim Schopf. Komm wieder, wenn du nüchtern bist. Ich bin leidlich nüchtern und bei klarem Verstand. Reden wir. Arno, bitte geh. Bitte. Wenn ich jetzt gehe, glaube ich nicht, dass ich wiederkomme. So geht es weiter. Ich bin immer wieder von meinem Wissen beeindruckt. Apropos, woher wussten Sie eigentlich, dass ich hier bin? Nun, ich habe Sie in die Galerie gehen sehen und da bin ich Ihnen gefolgt in der Hoffnung, Sie etwas von Ihrem Arbeitsstress ablenken zu können. Ich finde Robin einfach nur nett. Nett? Ja, man kann super mit ihm um die Häuser ziehen. Es macht immer Spaß und kann mit ihm lachen und er kann ernst sein, weil er zuhören kann. Du bist in ihn verliebt.